Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle Fest oder unterwegs. Und zwar level ich heute meinen Dunkeleisenzwerg wieder ein bisschen weiter. Mittlerweile sind wir Stufe 78. Ja, ich bin eine Stufe weiter als in der letzten Folge, weil wir eine Instanz hier quasi ohne Aufnahme gemacht haben, weil ich nebenbei ein bisschen gefuttert hatte. Und jetzt wollen wir weiter Indies laufen. Wir sind jetzt bloß einer weniger und haben trotzdem einen relativ schnellen Invite. Wir hatten jetzt nämlich einen Heiler unterwegs. Oh nein. Oh, lol. Unterwegs verloren. Okay, also Notiz an mich selber: Wir machen Wottel-Innis. Gibt sogar zwei Krebs-Innis, ja. Die erste ist halt Dings hier, wo wir vorhin schon drin waren. Wie heißt der Bums hier? Violette Hier, Festspiel ja, genau. Und das hier ist halt genauso die Krapfen-Inni, weil du wartest halt ewig. Du hält ja wartest nicht halt so echt an. ewig. Ach, ja. Hannes, Hier wie. geht, das sind bloß lange Laufwege, weniger als. Ja, der redet sehr, sehr viel. Ja, der redet sehr viel. Du musst mal gucken. Warte mal, machen wir den Timer schon mal an. Alleine bis du zu der Dings kommst, dauert es halt schon 2, 3 Minuten. Und dann kannst du immer nur ein Dings machen, ne? Immer ein Pack. Dann musst du zum Boah, ich hab nächsten noch mit die Pack. Querstein genommen. Ich bin so ein Kacknoob. Stimmt, geht das mit den Eieiei. Kisten mittlerweile, dass die alle einzeln aufsammeln Oh. dürfen? Ja, Ist das das so? funktioniert. Das funktioniert. Warum bin ich eigentlich ein Gnome? Weiß nicht, wieso du hässlich sein wolltest. Gnome mit der Rüstung. Vor allem, ich bin ein normaler Zwerg, ne? Kein Dunkeleisenzwerg, seht ihr das? Jeder wird halt in irgendwas verwandelt. Aber mir fällt jetzt so. Ja, ich bin noch ein Mensch. Was ist ein Ein Gnome. anderer, oder ein anderer Heiler, als wir vorher hatten? Ja, okay. Sansa Warmpriester, ja. Na ja, jetzt schauen wir mal. Na, schau mal, was ist im Säckchen drin? Ein Umhang, ja, brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Nee, aber du musst halt hier ewig diesen Monolog anhören, ne? Der ja storytechnisch schon cool gemacht ist. Das ist auch der gleiche Vor allem, Soundfile. da kommt Chainer halt auch vor. Der gleiche Soundfile wie auf Warcraft 3 damals. Finde ich schon episch, aber wenn du hier nur zügig durch willst, musst du halt jedes Mal diesen kompletten Text anhören. Kannst du Das halt auch geile nicht Mount vor, darfst du ne? gern abgeben, Trandos. Das schaut auch richtig cool aus. Irgendwas sagt Valhalla hat aber. auch ein paar Gold richtig cool. gekostet. Wie Ja, viel? stimmt, auch nicht ganz 500.000. günstig, ne? Ja. Ich Finde das neue Shop-Mount sieht auch geil aus. Ja, Der der Fuchs. Fuchs da. Ja, den Würde ich Fuchs. mir aber nicht holen. 25 Euro Ach ist zu viel so, dafür. ja. Aber doch, schaut schon aus. Also, ich werde mir wahrscheinlich dann Ein auch Anblick demnächst jetzt eurer mal Unterstützer. irgendwann Als hättet ihr es holen. vergessen. Hört her, Uther. Ihr solltet etwas über diese Seuche wissen. Doch, der schaut aus wie in dem neuen Star Wars-Film, diese kleinen Füchse in dieser Höhle. Stimmt, Ja, ja, das geht deshalb in die habe Richtung. die Eis-Ding. Ja, Das erinnert deshalb mich. habe ich ja gefragt, ob es irgendwo einen Lichtjob gibt, was man Ach so. transformieren kann. Lol. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, Das ist bis ja ein wir alle hässlicher dunkel Tiger. werden. Was? Brauche ich denn irgendwie so ein Es ist doch Stoffset? der aus Winterquell, oder? Ist Ja, ganz hier, erstaunlich, dass euer Winterquell-Frostsäbler. Schaut der hier besser aus, deswegen ist nur Eis. Aber damals Was? muss. Das war Der ist damals vom zu Shop, ne? Classic, das Hartz-IV-Mount. Da musstest du richtig, richtig ranlatzen für. Mittlerweile geht's. Okay. Also wenn du den hattest, den Classic, da warst du der King. Das war so das krasse Mount, wo du halt ewig Ich habe eh ranfarmen das coolste musstest. Mount. Ne, ich Ein habe das braunes coolste Mount. Pferd. Guck, gönn dir. Das da. Warte mal. Was? Ich habe ein cooles Mount, um den Täler zu Der Esel ärgern. schaut auch komisch aus. Jetzt zeig mal, was hast du. Jetzt hol Gibt's mal schon raus mittlerweile hier. Kamele? Ah, den habe ich nicht, ja. Den habe ich nicht. Den Ich habe lasse ich einfach nicht. mit dem Esel die Stadt stürmen. Oh, Das hier das ist auch mache cool. Das hat nicht mal eine HDR-Animation. Obwohl es Binde ein krasser kostet Mount 2 ist. Mille, ne? Die kostet 2 Mille, ja. Der Esel kostet 3. Das ist auch. Warte mal, das hier ist auch nicht schlecht. Das haben auch nicht so viele. Das hier ist Das mein gerne. teuerstes Mount. Was, Mein das ist Toll, das lol. teuerste? Diesmal seid ihr zu weit Mount gegangen, Specials. Atlas. Das hier ist auch cool. Das fand ich so an sich cool. Ne, Und er das. hätte die beste machen können, wenn die Wings da erst Das kommen, war wenn man cool. fliegt. Ah, das ist Die auch Hölle geil. Bash. In Grün schaut es Ja. besser aus. Weiß nicht, ob Ach, es das in Grün gab. Landgrau. In Grün. Warte Ja, doch, mal, in fällt Grün im gab es Moment auch. wieder Grün kaputt. In ist die Grün und Blau gab es Ding-Version. das. Weiß ich nicht, ob es das ist. So, ich glaube, Arthas ist, oder? Ist er jetzt Ich glaube, jetzt soweit? hat er endlich Der fertig. Junge. Ich habe 3,5 Minuten, ne? Und ich habe es erst unten angemacht, den Timer. Also ein bisschen länger als 3 Minuten So. sogar unterwegs. Sieht so witzig aus, Gnome auf dem Esel. Ja, beides unwichtig. Was? Wohle Und dann steigt Lordarons. auf den fetten Elefanten. So. Stimmt, der Eisenhufzerstörer, das ist ein geiles Mount. Stimmt, das killt dann auch die ganzen Bürger.
Ach, hier kann nur. Okay, das kannst du hier nicht. Ah, hier kannst du nicht mehr aufmounten. Okay, das ist anscheinend drin, okay. Das sieht irgendwie so dämlich aus, der Zwerg jetzt. Also. Schau mal. Ne, mein Gnom sieht aus wie frische Geister. Das schaut schon komisch aus. Tasche halt immer noch dieses Eröffnungsrollenspiel. Wir sind jetzt halt schon 4 Minuten in Instanz drin und haben noch nichts gekillt, ne? Na, guck mal, wie schnell mein Gnom ist. Ich starte mal. Noch keine XP gegeben. Ach, ja? Stimmt, den muss man ja starten. Ja. Also muss halt mal sehen, wahrscheinlich sind es jetzt sogar 5 Minuten gleich. Ne, ich habe es angemacht, als wir unten waren in der Dinger, also sogar noch ein paar Sekunden mehr. Wir sind jetzt bei 4,5 Minuten. Ist das genau der vom Workshop, von dem Trailer? Wer? Also auch von der Animation und Grafik her. Ja, was meinst du jetzt? Der Typ hier. Arthas oder was? Mhm. Ja, Typ. Der hat genau die gleiche Rüstung und so. Hä? Was du weißt aber, wer Arthas ist, oder? Ja, natürlich. Wie auch immer. Das ist der Lich King, das ist dir klar, ne? Ja. Okay. Ich wollte es mal gerade sagen. Aber in diesem neuen Workshop 3, wo überarbeitet wurde, da schaut der eine Typ halt genauso aus. Obwohl sie ja eigentlich der Dings, wo es Anduin eigentlich ist. Ja, dies ist der Anfang. Hey, das in Warcraft gibt's kein Anduin. Weiß gar nicht, wer soll es sein? Okay, ja, auch Arthas. Warcraft 3? Warcraft 3 ist genau die Story, die wir jetzt hier spielen. Ach Gott. Ist ja unnötig. Lol. Ich dachte, das wäre irgendwas Cooles. Lol, wie mein Gnom. Ich bin gerade so ein bisschen sprachlos, muss ich sagen, so über diese, über diese Unwissenheit. Ich bin gerade so ein bisschen okay. Das tut gerade weh. Es tut gerade echt weh. Jetzt haben wir gleich 6 Minuten, bis wir die ersten Mobs hier machen, ne? Da siehst du mal, die Indie ist halt der letzte Druck, ja. Das sind ziemlich genau 6 Minuten, bis du hier durch bist. Ja. Mit allem. Da bist du bist im Dings da, Bumster? Im. Warte mal, haben wir schon Spawn? Nee. Das ist immer noch im Rollenspiel. Der labt immer noch. Ja, du bist halt im Bollwerk in 6 Minuten durch, ne? Die hast du. Ja. Da sind sie. Da sind sie. Vor allem, da müssen wir nachher nochmal reden, bevor die einen Zombies kommen. Naja, du musst ja jeden Spawn hier einstab. Also das ist halt nochmal die größere Zonk-Inni als hier Violette Festung, ne, um ehrlich zu sein. Ach scheiße, jetzt habe ich mich nicht transmogt. Ach ja gut, ja, jetzt dann können wir nochmal neu anfangen. Ne? Du hast ja jetzt auch kaum Zeit zu transmogen nee, hier. Wenn ich jetzt das grüne Lichtschwert hätte, ich außer wie Yoda. Ach, da hinten müssen wir hin. Das sind immer so Flaggen. Was? Klein und schrumpelig? Toll. Also um das vielleicht nochmal hier auf den Punkt zu bringen, ne? In Warcraft 3 spielst du genau diese Inni hier quasi aus Märzen von Stratholm. Das ist ein Teil von dem. Okay. Von der Geißelquest-Reihe. Und klar kommt da Arthas und Jaina und so vor, weil das ja genau der Punkt ist, was in Warcraft 3 vorkommt. Hier spielst du es ja bloß nach, deswegen ist es ja quasi Time Walker-Event. Du spielst halt bloß die alten Begegnungen nach. Im Flucht um Dornholde spielst du ja auch die Flucht von Thrall nach, bevor er Kriegshäuptling wurde. Und im Schwarzen Morast die Öffnung vom dunklen Portal. Das ist ja im WoW-Universum ja alles schon lang passiert. Mhm. Und Mount Hial hier mit Archimond, Konsorten, das ist auch aus Warcraft 3 mit der Schlacht am Hial. Eieieiei. Ich merke schon, da fehlt einiges an Hintergrundwissen. Ich spiele seit 5 Monaten, das Spiel. Irgendwie so. Achso. Ja. Ich habe nie was damit zu tun gehabt, außer dass die Grafik scheiße war. Okay. Deswegen habe ich es nicht angefangen. Was hast du davor gespielt? Star Wars: The Old Republic. Okay. Aber dann länger, oder? Als MMO. 5 Jahre. Okay, ja, nicht schlecht. Auf morgen aufgehört für WoW irgendwie. Davor kommt mich keiner dazu bringen wegen Grafik und weiß ich nicht, irgendwie nicht meins. Jetzt hängst du hier drin. Irgendwie die ganze Zeit. Haben wir irgendwie gar keine Flagge im Moment. Warum? Weiß nicht. Vielleicht ist sie unter dem Bosszeichen auf der Karte. Ja, wahrscheinlich. Warum? Die haben da so riesen Bosszeichen hingebossed. Die waren da früher nicht da, oder? Diese? Ja, hier sind die Mobs. Vor allem die Mobs bringen auch noch richtig wenig, ne? Also, ich glaube, die Inni ist halt wirklich der Super-GAU. Die kleinen Mobs geben nicht mal. Ah, doch, die geben sogar ein bisschen. Ja, die großen bringen 800, in der anderen Instanz haben die 2000 die gebracht. Die halt gar nichts. Also, das ist echt ein Drecksladen. Das lohnt sich ja schon fast, eigentlich einfach rauszugehen. Ja, aber jetzt haben wir schon zu viel Zeit. Wir sind jetzt hier schon 8 Minuten drin, ne? Ja, das.
Ja, gut, also ganz ehrlich, der Tipp von Hannes, dass Wortel-Innis besser sind, das war ja mal der größte Klump überhaupt. Ich glaube. Wollt ihr das switchen? Ja. Ich bin jetzt gerade nur Müll. Ja, ich bin jetzt Außer gerade die im Slider. Belegen. Weiß eh, dass die Innis scheiße ist, wenn du als Gnomen startest. Naja. Deswegen hab Ist ich mich jetzt nicht so verwandelt. optimal. Wieso mag alle diese Kinderrasse nicht? Naja. Beim Die auch noch Gnomen sind ja die Schultern Mini-Klobi-Hirn immer hat. so groß. Stimmt, der Gnome kann gar nicht so schlau sein. Der hat so einen Warum? kleinen Kopf. Achso. Wetter. Ja, von den Auch toll. Proportionen hat der Gnome schon einen großen Kopf. Das stimmt Man kann allerdings. Der Helm hat er so, nicht. der Helm ist so übertrieben riesig. Die weiblichen haben irgendwie kleiner. Nein. Die Gnome hin, aber immer so große Schulter im. Oh, der Gehweg ist schon zu hoch, um drüber zu heilen. Bin ich mit dem Zwerg ganz zufrieden, muss ich sagen. Jetzt bin ich zwar vom Zwerg klingt Dunkeleisenzwerg irgendwie zum komisch. Also Normalen ich glaube jetzt ein gekommen. Schurken, aber irgendwie schaut das Müssen wir, glaube komisch ich, aus. warten. Ja, Den das kommt gar Bronzedrachen nicht. gibt es auch nur in Heroic, ne? Ja, den Yep. kriegst du hier auch nicht. Jetzt, ich schau mal, ob drüben schon ist. Wegen Oder den 400% Bosszeichen siehst du es halt Schurken. immer nicht. Ne, oben siehst du ja 5 von 10 Wellen. Achso, jetzt. 6 von Ja, 10. aber die ist hier bei uns. Na Also gut. bist du nicht so weit gelaufen. Gut, weiß ich das auch. Hier, Wattle wird nicht mehr gequeued. Das ist keine gute Idee. Burning Crusade fährst du eigentlich ganz gut. Zwischendrin vielleicht mal Wattle. Was ist mit dem Heiler? Wie wär's? Na gut, dann Hand auflegen. Aber noch am Damage machen. Die haben Stellt sich da Damage halt rein und machen. dreht sich ein bisschen und macht Damage. Hab ich für. Also. Das Nee, hat bin er ich. nicht mal, das warst du. Nee, was ist. Ich dachte es gerade, weil vor ihm einfach gar nichts kam. Ja, ich war die ganze Zeit irgendwie low, low, da kommt nichts, da kommt. Der hat aber irgendwie dein Pet im Target. Ja, schön. Wichtig, dass man die Pet Warum hat nervt. denn der Heiler Aber es dein heilt Pet er im auch nicht. Target? Ich glaube, der liebt es. Ich beobachte den jetzt mal, keine Ahnung. Ja, ich mache jetzt mal keinen Schaden, ich beobachte ihn nur. Er verdient sich den Mond. Ja, ich bin gerade schon überlegen, aber anscheinend halt er zumindest. Doch, der braucht den Mond, der hat immer noch mein Pet im Target. Also, es hat auch den Mond der Schande. Jobs, du Jobs. Jetzt hat er dich gar Der hat nicht. halt echt dein Pad im Target. Der heilt Ja, dich die gar ganze nicht, der Zeit, heilt nur ich mein hab ihn ja Pet. jetzt im Fokus, dass ich mir das Heilst du angucken dich kann, was. selber oder heilt er dich trotzdem? Ich heil mich selber, aber der halt ein bisschen heilt er mich schon, ja. Weil er macht der Höllennebel, aber hat mein Pet im Target. Ja, Beruhigender ist bei Nebel halt, Dingens. aber Hier, Zähler. jetzt. Deswegen. Bei mir. Hallo. Was sind die da hinten? Ja. Also Ich er heilt bin's. dich, obwohl er mein Pet im Target hat. Ja, halt über ein Ding, das geht ja über ein. Laut Details ja. Geht ja über Addons, ne? Das ist ja wurscht, was du im Target hast, wenn du mit Das Mouse Over geht. und so. Das Aber. ist. Ja. Ist noch nicht bereit. Ein XP gab es gerade, nice. Ja, Surprise, das er ist kriegt hier. 100 XP. Ja, die kleinen Viecher bringen einiges. Das kannst du halt so. Also, die Ini ist halt wirklich ein Witz, richtiger Digi, einfach Abfall. nur ein Witz. Ja, und die Ich dauert habe halt auch noch 20k ewig. XP gefehlt, als wir hier rein sind. Ich bin jetzt bei. Braucht immer noch 7. Ja, wir sind halt jetzt schon 12 Minuten in dem Laden drin, ne? Ja. Und jetzt kommen hier nochmal ein paar gescriptete Events, also du hast hier noch einiges. Nach der kannst du eigentlich schon die neue Folge anfangen. Naja, so schlimm ist jetzt nicht, aber du bist hier wahrscheinlich fast eine halbe Stunde in der Instanz drin, ne? Ja. Und der andere, da Danke. machst du halt Vor in allem, wenn du 8, am 9 Ende noch Minuten. irgendwie vibest, dann musst du halt komplett vorne laufen. Boah. Ja gut, das darfst du halt nicht, hier darfst du nicht vipen. Du hast halt die Dings, ne? Sobald wir jetzt den nächsten Boss gehauen haben, dann müssen wir nochmal den Typen eskortieren, der läuft etwa wie so ein Rentner mit Krückstock. Und dann Dann ist hast er du einmal nochmal weg, dann musst du zwei. nochmal zurücklaufen. Dann musst du nochmal zweimal den Typen ansprechen und wieder so ein Story-Event. Wie gut, es ist nicht so lang wie am Anfang das, aber zumindest labert er dann wieder so eine Minute oder so, zweimal sogar. Und dann kannst du erst irgendwann den Endboss umhauen, ne? Also. Blick auch nie, warum bei Quests die Ads immer oder deine NPCs immer so langsam laufen. Machen das halt gemächlich, Ja, ne? der Finn hat es halt geschafft, aber der war ja auch dicht. Das ist ja auch immer so, wenn du einen irgendwo befreist, anstatt der da 10 von rausrennt. 10. Ganz gemütlich. Ja, aber die wollen halt, dass du, weißt du, dass die Leute da, Sich über die Indie aufregen. Ja, das sowieso nicht, aber dass die Leute halt da langsam mit können und nicht überfordert sind. Wobei, es gibt jetzt auch ein paar so
so Follow-Sachen, wo der Mob halt direkt mit dir mitläuft. So schnell wie du bist, läuft der Mob halt auch, ne? Das gibt's auch. Leider zu selten. Den Ulti aus, wenn du dann so mit dem Flugmount wegfliegst. Und der dann so sprintet die auf einmal da los. Oder wenn du aufmountest und die dann auch aufmounten. Das ist ja mittlerweile auch. Ja, und da hängt ein geileres Mount als du. Ja, das sowieso, aus Prinzip jedes Mal. Ja. Das Beste ist eh diese komische Briefquest, wo du einfach die coolsten Mounts überhaupt herkriegst. Und irgendwie so, ja. Mit diesem Johnny Imber und dem Zeug. Das war das auch nicht schlecht, ja. Der Name ist eh Beste. Noch ganz am Schluss die Tentakel aufgestellt. Ich ist froh, dass ich nicht mehr so ein Elek hab, ne? Da bleibst du immer bei den kleinen Türen stecken. Mit einem anderen Pala bin ich ja mit Lightforge. Das ist ja dieses große Elek-Viech. Die musst du nämlich den Typen auch wieder anquatschen. Folgt mir, ich kenne den Weg. Ach, wir sind in dem Haus, wo es einen Weg gibt. Der Plon jedes Mal steht, lauf weiter. Nö, das macht er nicht. Der quatscht jetzt hier mit jedem Mob. Er versucht jetzt erstmal zu töten und es geht nicht. Cool wäre es, wenn sein Hammer einfach abbricht. Es ist nicht so cool, wenn der Hammer abbricht, weißt du? Ich will jetzt nicht sagen, ich rede aus Erfahrung, aber ne? Ja, okay. Oh, lol. Level up, 12 Minuten für 20k XP. Ja, das ist halt, es ist halt echt ein Drecksladen. Jetzt dreht er sich nochmal um, jetzt guckt er mal blöd, der steht da hinten immer noch. Warte mal, muss man den vielleicht nochmal... Oh nein. Der kann halt auch nicht werben... Schau mal, der kann halt auch nicht werben Dings laufen. Jetzt kommt er. Ja, der ist ein Multitasking-fähig, da kann werben Rede nicht laufen. Mehr üble Zauberei. Seid auf alles gefasst. Nimm mal dämonischen Zirkel mit. Das ist halt echt so ein Drecksladen hier. Düsterbruch von Wortel. Es ist tatsächlich auch schlimmer als Düsterbruch, weil Düsterbruch kannst du wenigstens ein bisschen beschleunigen, ne? Das hier nicht so wirklich. Dämonischer Zirkel ist ja richtig cooles Skill, oder? Mhm. Kannst du irgendwo runterspringen, wieder vor bei dieser einen Quest und dich wieder hochporten. In der Arena ist ja ganz praktisch auch. Vor allem in der Sharegrad Arena. Wie viel Range hat noch der, steht das? Los, weiter! Aha, der Hohn ist dann, dass er hier noch schreit, los, weiter, weißt du? Ja, er ist der Gambler, der halt immer noch nicht da alle ist. Alle warten auf ihn, aber er schreit weiter. Guck mal, wie beim... Muss mal ihn angucken, wenn beim Lauf ihm seine Haare so flattert. Ja. Ist richtig gay. Na gut, das könntest du ja theoretisch auch machen, so eine Frisur, ne? Die Frisur, glaube ich, gibt es sogar. Der sieht aber schon so aus, ob er irgendwie nochmal ein bisschen abgedatet wurde, oder? Möge das nicht gnädig sein, denn ich. Weiß nicht, im neuen Workshop schaut auf jeden Fall auch so aus im Trailer. Also von der Animation. Gut, sein Gesicht sieht aus, als hättest du die frische Farbe so verwischt mit der Hand. Und die Haare sind halt auch komplett verpickelt. Ja, so komplett fertig. Da kennt er sich aus, ne? Mit komplett fertigen Leuten. Lol. Macht er dir hier nochmal so seinen Spaß? Ich krieg das schon nicht, muss mir jetzt mal fix was einschenken. Bisschen Alkohol, ja. Ja, sonst hält man das ja nicht aus. Auf die Inni. Auf die Inni anstoßen. Das geht gar nicht. Sind das 15 Minuten jetzt drin? Das ist nee, nicht besser. 18 Minuten sind wir besser. Schon. Ja. Gott. Es wird wirklich was nur eine halbe Stunde. Sag ich doch, es sind noch zwei Bosse. Der jetzt und dann noch der Endboss. Und dann gibt's aber halt nochmal Story-Event. Aber zwischen dem Boss und dem Endboss liegt auch wieder. Na gut, das kannst du aber wenigstens beschleunigen. Da kannst du ja alle Mobs zusammenpullen, theoretisch. Dem kann ja nichts. Prinz Arthas Menethil. Eine große Finsternis hat sich heute eurer Seele bemächtigt. Der Tod, den ihr. Wieso können die Tränen eigentlich so ausschauen wie das Viech? Für Hätte ich wenigstens einen Grund, Trainer zu machen. Das
werden wir noch sehen, junger Prinz. Auch wie bei Dennis Alec Osedet. Eigentlich ganz interessant, die Story, die hinter dem Ganzen hier steckt, ne, mit diesen mit diesem Zeitdrahenschwarm, der ja eigentlich nur versucht, die Geschichte zu ändern und die ganzen Bösewichte umzuhauen, ne, der versucht hier Arthas quasi zu natzen, bevor er zum Lich King wird, und wir halten ihn davon ab, eigentlich, Ja, eigentlich ist es dämlich, ne? Zurück in die Zukunft, dann noch, Probleme nachher raus hat. Back to the roots. Ja, wir wollen halt nicht, dass die Geschichte geändert wird. Der Lichtkönig, die muss man ja noch ein paar Mal aufs Maul hauen dürfen. Echt? Ja, sonst gibt's auch keinen Mount, ne? Also da muss man schon schauen, ob er nicht unbesiegbar droppt. Weil jetzt hab ich's ja, ne? Also. Ja, ich hab's auch, also deshalb wär's egal. Ich nicht. Noch nicht. Aber ich versuch nicht. Das braucht wieder 5 Jahre, bis ihr hier das. Müssen ihn anquatschen, Arthas. Das macht dir das Bücherregal nicht auf. Weißt du, der kann eigentlich loslaufen, sobald der Boss tot ist. Aber eigentlich sind ja die Zeit verloren und Drachenschwarm ist ja eigentlich auch nur ein Gegner in WoW, oder? Sind ja auch noch nicht besiegt. Nö, nicht so richtig. Die wollen halt immer die Geschichte ein bisschen abändern, ne? Was machen es die eigentlich richtig? Ja, wenn du es so siehst, ne? Weiß halt nicht, was es für Konsequenzen hat. Ihr müsst gleich Arthas hier nochmal anquatschen. Ich hau schon mal die kleinen Viecher hier weg. Ich warte mal auf den und bleib mal bei dem, dass er nicht wieder weg ist. Verläuft sich auch nicht, ne? Ne, irgendwie war der letzte Mal, jedes Mal, wenn ich hier drin bin, ist er auf einmal weg. Und dann müssen wir komplett von vorne anfangen, dann respawn die Elsen und dann geht's nochmal los. Deswegen bleib ich jedes Mal bei dem. Okay, habt ihr den angequatscht oder läuft ihr jetzt hier bloß hin, weil die Mobs... Okay, passt, dann können wir jetzt hier ein bisschen was zusammenbasteln. Weil hier können wir, ist halt der einzige Weg, wo du was beschleunigen kannst, ne? Dass du hier zusammenziehen kannst. Da müssen wir mal gucken, wie viel geht. Brauchen dann gleich halt auch deinen Hexer-Stun. Hau mal deinen Stun am besten hier drauf. So ein Kasten. Ich kann das nicht angreifen. Und da ist das, wo er wegläuft. Und dann ist er immer weg. Ah. Nein. Nee, der rennt halt immer wieder hinter und kommt dann wieder. Dann manchmal despawnt er eben dann, wenn man zu weit weg ist. Ach, das ist so. Voll der Scheiß. Die Ads hier respawnen halt nach 2 Minuten circa. Sind alle wieder da. Mein Harem hat voll die Laola-Welle. Ruhe durch aus und atmet durch. Aber wir müssen bald weiter. Ruft euch ein ruft euch mal einen Moment aus, du ruhst dich doch die ganze Zeit raus. Ach, das ist schon lol. Ich habe kein Ziel. Weiß auch nicht, was der da macht. Jetzt steht er gerade und chillt. Was macht denn der Heiler? Irgendwie kommt da irgendwie gar nichts rum. Boah, jetzt kann ich mir selber heilen. Also irgendwie dem seine Heilung, da kommt halt nichts rum. Der castet aber auch nur mit diesem blöden Nebel, ne? Was anderes hat er da drauf? Wieso castet der den überhaupt? Der geht doch instant. Achso, nee, stimmt, das ist der Nebel, den er casten muss. Okay. Er macht ihn zumindest auf dich, das ist ja schon mal ein Anfang. Ja. Nicht weiter auf mein Bett. Macht er wieder gar nichts mehr? Ich komme immer nur dann hoch, wenn ich Dings drauf war. Okay, Arthas ist mit hier im Pulk. Ich habe kein Ziel. Jetzt läuft doch mal los. Na ja, wunderbar, jetzt aber. Ich habe wieder an Heal mal Fragezeichen. Was? Etwas Glück. Die Heilung brennt noch nicht. Mal'Ganis sollte am Kreuzzüglerplatz sein. Eigentlich sieht die Marker so schön aus, ne? Macht was her. Ich habe ihm geschrieben, Heal mal, er so Fragezeichen an. Ich so, ja, drück die grünen Tasten mal. Naja, wir sind jetzt eh fast durch, was ich den Heiler nicht andingsen hier. Ich glaube, in 25 Minuten schaffen wir es. Jetzt sind wir 23 Minuten hier durch. Ist doch keine halbe Stunde der Laden. Er sagt ciao auf Mana. Du bist fast voll. Das hier und jetzt ist gar nichts. Nur wir beide. Sonst niemand. Egal, klatsch mir das Viech mal. Er wird doch wohl nicht quitten beim Endboss. So wieder an. Aber eigentlich lebt ja die ganze so Mal'Ganis so die lebt ja eigentlich auch nur alle. Mal'Ganis haben wir schon ein paar Mal umgeboxt. Da müsste ja eigentlich dann auch nur leben. Du hast doch Mal'Ganis, du hast ihn einmal hier, dann hast du ihn in Wottel, hast den schon mal
umgeboxt und den Dings haben wir doch auch schon mal in Legion hatten wir, war das nicht Nighthold, wo dann Mal'Ganis auch drin war? Ne, das war Tichondrius. Das war Tichondrius, ja, richtig. Oh. Aber der durfte eigentlich auch Nighthold sein. Ja gut, die sterben ja, diese Nathrasim, die sind ja ein bisschen zäher. Welcher war denn dann im Dings? War das dann auch nochmal? Ah, das war Varimatras, der. Nee, die Kathedrale war. Im Dungeon war dann Mephistroff und im Ende war dann Varimatras. Ich bin jetzt 14 Sekunden lang rausgenommen. Diese ganzen Schreckenslords, hä? Wir gehen und holen dann auch, wenn sie fertig sind. Mal'Ganis hat wohl die männliche Stimme. Macht die schon ein bisschen heiß, ne? Wie hat er so gesagt? Hat voll die männliche Stimme. Alles, was Mal'Ganis zurückgelassen hat, gehört euch. Gold hat er zurückgelassen, mehr nicht. Ich muss jetzt die Expedition nach Nordend planen. Dann machen wir den Expedition. Die Gier schon cool aus, die Faustwaffe. So, jetzt müssen wir noch auf Krummi warten, bis er eingeflattert kommt und dann können wir raus. Naja, 25 Minuten haben wir schon in der Inni. Das ist doch echt krass, da schaffst du eigentlich 2 bis fast sogar 3 Innis in der Zeit. Also wenn du so ein Bollwerk ran hast, 3 Bollwerk ran, schaffst du fast in der Zeit. 6-7 Minuten bist du da drin. Die Schwerter schon geil aus. Von Krummi. Guck dir den Helm an. Der geht gar nicht, aber die Schwerter schon geil aus. Vor allem den fettesten Drache für so einen kleinen Gnom. So sieht man sich wieder. So, sind wir durch und die Quest hat auch nur 18k gebracht. Sollen wir mit. Sollen wir mit dem. Naja, scheiß drauf, Mad mal so, oder? Ja, mach. Neue Heile, neues Glück. Glaube ich, Q kein. Also ich Q kein Wortel mehr. Hier möchte ich nicht wieder reinkommen. Hey, Burning Crusade. An der Rasse der Magister. Scheiße. Ach, Scheiße. Lol. Das war eine kleine Herausforderung. Ja, das wird echt eine kleine Herausforderung hier. Der Laden ist damals, war der nicht so einfach, sagen wir es mal so. Da musstest du noch zu ziehen. Ja, hier kann ja auch ein Mount Drop auf heroisch. Ja, genau. Das habe ich damals First Try bekommen. Eigentlich pulle ich hier immer alles bis zum ersten Boss, aber wir pullen jetzt mal nur bis hier hin. Ich brauche unbedingt deinen Master dann gleich hier rein. Bin noch nicht vorbei dir, aber ja. Ich mach. Ich habe kein Ziel. Wir müssen aus der Blase raus. Das habe ich gerade erst gesehen, immer verringerte Heilung. 75. Lol, sterbe ich schnell. Das wäre jetzt noch eine Gruppe mehr gewesen. Die ziehen meistens hier um die Ecke rum, dann sind sie alle LOS und dann kannst du. Geht sogar. Die hauen bleibt gar nicht so mal, aus. Ich zieh die alle raus. Time Walker ist die auf heroisch, ne? Ja, da hauen die ziemlich rein. Kommt mal alle hier um die eine Ecke erst rum und dann gleich alle um die andere Ecke. Ja, weil der dumme Heiler genau da mit. Oh mein Gott, das ist halt ein fucking Kacknoob. Ja, kannst du knicken. Der Typ ist ein Gammler. Gehört mittlerweile jeder von uns 1000 DPS bei seiner Gruppe. Ja, genau deswegen will ich alle. Die Tür zu. Ja, genau deswegen mache ich das, dass ich hier alle rausziehe und dann erst reinlaufe. Weil das Problem ist, weil du dann immer den Kackboss addest und die Leute draußen stehen. Ach. Ich krieg so einen Hass auf den gerade. Weil genau die Scheiße wusste ich, dass sie kommt. Wer steht jetzt alles draußen? 3 Leute. Na wunderbar. Ah, packen wir. Du kannst ihn sogar direkt kicken, weil wir das Gruppe gelistet haben. Weiß noch nicht, ob wir da einen neuen kriegen. Ja, lass einfach fix sterben, das dauert ewig, keine Ahnung. Meinst du? Ja, das dauert ewig. Grüß euch dann. Ja, ich lauf einfach rein von den Anfang an, dass sie einfach schnell sterben. Weil du brauchst dann viel länger. Genau deswegen ziehe ich die halt um die Ecke raus, aber dieser dumme Spacken muss sich genau in die Mitte stellen als Heiler, die scheiß Viecher von hinten aggrund. Du kannst ihn, glaube ich, sogar hier am Anfang auch herziehen. Läuft halt für die Kristalle immer wieder rein, das ist halt das Nervige. Ja, das ist ein Vollidiot, ganz ehrlich. Sollen wir den Kristall zerstören, wow.
Ja, der. Das dauert, oh, der hält sich halt immer wieder hoch jetzt dadurch. Ich bin ein Gott! Dieser Gegenstand legt noch. Hat er sich nicht geheilt. Mal schauen. Ja, die Ini geht, aber halt, wenn du halt, weißt du, der Boss, der triggert halt, wenn du hier reinläufst. Das Problem ist, ich habe die Mobs halt angeteckt, bin um die Ecke gelaufen, der Vollidiot stellt sich in die Mitte so, und du kriegst halt da relativ schnell die Aggro, weil ich die halt nur wirklich mit einem Hämmerchen angeworfen habe, sonst würde ich den Boss halt mit triggern. Stellt sich einer von allem Aggro, da muss ich halt ranlaufen, dass ich die kriege und dann triggerst den Boss. Ich wusste, dass der Scheiß passieren wird, ja. Aber das warst du, den Typen kannst du dann auch nicht wegziehen, sonst stehst du da und kannst gar nichts machen. Das ist halt, wenn du einen Deppen hast. Aber weißt du, Ich laufe da extra vor, lauf hier um die Ecke, steh hier, der muss das doch checken, was los ist, aber nein, er stellt sich hier genau in der Mitte rein und triggert halt alles. Es scheint, dass er sich nicht hochhält. Nur Mana hochgeht. Ja, der kriegt halt so ein, kriegt halt dann auch so ein Buff eigentlich, wenn er das absaugt. Das ist noch nicht bereit. Dauert halt alles ewig. Der explodiert halt die ganze Zeit jetzt. Ja, weil er halt Mana auch hat, ne? Dann kann er halt hier seinen Shit machen. Wie lange dauert es, ein Dunkeleisenfeld freizuschalten? Nicht lang, du musst ja bloß die, den Ruf haben. Und den kriegst du ja jetzt nachgeworfen. Druidenkumpel, jetzt hat er den Debuff noch. Druidenkumpel? Nee, der ist doch ins Bett gegangen, hat er gemeint. Achso. Der ist ins Bett gegangen. Ja, das ist halt das Problem. Durch Inis kannst du halt schnell leveln. Aber du bist halt auf andere Leute angewiesen, ne? Und wenn du halt Vollidioten hast, dann dauert das halt lang. Und da reicht halt manchmal schon einer aus, der dich sabotiert, dass du dann halt, sowas kostet dich halt dann wieder 5 Minuten. Wir können ja nur das kicken, also. Nee, ja, aber dann kriegst du halt wieder keine Heiler. Also, dann musst du manchmal so einen Vollspacken mitnehmen. Notiert. Jetzt gar nicht verstanden. Weißt du, das ist halt. halt nicht so einfach. Ja, der Hexo sabotiert halt schon extrem. Ups, nur weil ich eine Frau bin, also der Sch... Lol. Diskriminierung. Ich brauche ein Ziel. Ihr wisst nicht, wie das mit dem Buff hier läuft, hä? Du holst dir den ab, ich seh schon. Ich mach damit. Bisschen wenig, deutlich weniger als ihr, aber egal. Warte mal ab, wenn ich meinen Buff jetzt richtig hochgesteckt habe, dann. Dann will die DDs abziehen. Also ich kann nicht den. Ja doch, hab. Ne, jetzt hatten wir anders gekriegt. Ich auf jeden Fall nicht. Oder? Doch. Muss den halt. Ich muss zuerst etwas. Halt wirklich targeten. Oh mein Gott, ich bin komplett behindert, ich habe die Quest nicht angenommen. Das ist natürlich blöd. Jetzt ist zu spät. Ich kann dir den einen kann ich noch teilen. Boah, ich habe Time with Sockle bekommen. Yeah. Gegenstand Stufe 94. Fehlen halt nur noch 110 Stufen für den XP Sockle. Wir machen jetzt hier gleich einen großen Pull, ne? Wir müssen halt um die Ecke rumlaufen. Ich schreibe das dem einen gleich auch nochmal. Kann so blöd sein. Was hab ich denn ready? Ich hab Bubble ready? Mein Gott. Verrecken hier dran. Alter, was macht der denn? Jetzt musste ich hier die Hand auflegen raus für diese zwei Gammelmobs. Was ist denn mit ihm verkehrt? Ja, warum haut der auf mich jetzt Lebensrekord drauf? Fragezeichen. Ich hab 90%. Ja, weil der Typ ist ziemlich unfähig. Keine Ahnung, was der die ganze Zeit macht. Jetzt hab ich meinen Hand auflegen für die zwei Gammelmobs. Ja, er hatte auch den CD. Ich glaube, der halt wieder auf dem Falschen. Ich weiß nicht, was der Typ macht, aber... Der halt mich die ganze Zeit. Oh, das hab ich auch Lebensrekord bei 90% drauf. Kick ihn. Warst du intelligent wie ich? Wow. Ja, eigentlich hab ich. Warte nicht. Wenn ich hier nicht einen Heiler brauchen würde. Warum? Macht der nicht. Er hat nur noch 50%. Ja, er hat aber auch gerade hier irgendeine totale Scheiße geheilt. Mich selber mehr geheilt, als der Heiler mich geheilt hat, ne? Weil er.
Ihr müsst, wir ziehen die hier hinten um die Ecke rum. Lauft nicht ganz durch die Mitte. Ich muss mir jetzt dann gleich Freedom draufhauen. Okay, das kannst du vergessen. Nee, das funktioniert nicht. Da muss er mich ein bisschen heilen. Ja gut, kannst du vergessen, wir machen das einzeln. Du musst halt sofort hinten rum und um die Ecke mit allen Mann, dann geht das, aber so geht das nicht. Die hauen auch zu viel raus. Ich bin außer Reichweite. Dann muss Master drauf machen, dann kannst du wegleaven. Aber ich glaube, wir machen die lieber einzeln, das wird so nicht funktionieren. Das muss man nicht komplett laufen. Ja, du spawnst gleich da hinten, mal gucken. Hau mal einen Master hier drauf dann, sobald die alle da sind. Auch ein Cooldown. Komm, GS nach. Heilung. Das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist bubbeln. Gleich habe ich frei. Vergiss es, ich war so schnell tot, da ging die Bubble nicht mehr durch. Jetzt ist zumindest noch. Den einen kriege ich nur. Easy. Oh oh. Die sind alle fast tot, ne? Vielleicht kriegen wir die noch. Jetzt kommt das Lightforged-Ding. Oh. Der Damage. Easy. Oh mein Gott. Lightforged-Ding saved. Das haut übelst rein, wenn du da ein paar Mobs zusammenpulst und die damit weghaust, da machst du eigentlich alles kaputt. Okay, jetzt haben wir den ganzen Raum da drin geklärt. Zwar nicht so, wie ich das wollte, aber zumindest sind sie alle tot. Er ist zumindest clear. Er ist zumindest clear, ja, das ist richtig. Und vor allem, wir sind fast beim Endboss, also es geht sogar. Naja, zwei Dings sind's noch, zwei Bosse. Ja, aber die sind ja fast nebeneinander. Gibt's eigentlich von Endboss direkt eine Quest oder so? Nope, aber für den nächsten. Den kann ich dir teilen. Gerade was gucken, als fuck, jetzt bin ich aus BG raus. Ich hab den Untätigkeits-Debuff gekriegt, bin über das ganze BG gelaufen und kein Hordler war da. So eine Kacke. Du hast halt 30 Sekunden, um dann wieder den wegzuhauen. Das ist nicht desorientär. Nee, die Quest bringt ja auch nichts, hätte ich der erste Boss töten müssen. Ja, so, aber die Quest bringt hier eh wenig, ne? Du kriegst kaum EP. Inkompetent. Ja, das sowieso. Jetzt kriegst du 18.000. Ja, aber dieser Saboteur. Ja. Ich sabotiere mich selber. Braucht kein anderer. Wer so selber Menschen hat, der braucht keine Feinde. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, der Boss ist lustig. Dürfen wir bloß nicht raus. Also wenn, dann müssen wir allen Trash machen oder wir dürfen nicht rausgeführt werden. Mal gucken. Wer haut denn den. Warum habt ihr denn da drauf? Ups. Das war jetzt nicht gut. Das war jetzt nicht gut. Du musst da eigentlich dran sein. Du musst die Heilung interrupten. Hier musst du alles mögliche interrupten. Jetzt sind die Mobs halt irgendwo da hinten im Nirvana. Das ist echt gar nicht gut, die zu pullen. Dann kannst du halt auch nicht cleaven, die Viecher. Ja. Betäubt, aber es geht sogar. Wir müssen bloß die Trash-Mobs außen nicht pullen. Ach. Komm mal, mit Rostium und du tot. Ja, da muss der Heiler halt auch den vier dispeln. Jetzt haben wir den ganzen Bums hier noch am Arsch. Heiler schreibt um. Boss. Ich heile mich eh die ganze Zeit mehr selber als. Ah, hinten haben wir den einen Caster noch. Halt halt echt gar nichts mehr dann. Doch, geht sogar. Ja, ich heile mich jetzt die ganze Zeit selber. Nein, ich meine, die jetzt gerade ging sogar. Damals, die Trinkets waren richtig stark, die man hier gekriegt hat. Waren richtig stark. Du musst für die Dunkeleisenzwerge musst du. Wo ist denn der Typ schon wieder? Aber wir kicken von den einfach und holen die XP ohne ihn. Ja, stimmt, lass das einfach mal. Wir haben eh keine Q, also du kannst ihn direkt kicken. Der geht mir halt richtig auf den Sack. Ja, kick ihn einfach nur, dass er die XP nicht kriegt. Ah, das wäre jetzt auch assig, aber. Da kann er die Quest der heilt ja nichts, der macht nichts.
Anfangen. Wir müssen den Boss pullen, bevor die letzte Mob hier stirbt, sonst hast du einen ewigen Mon. Warte mal, nicht töten, nicht töten. Soll jetzt den Boss pullen? Okay, ja, passt. Echt? Das geht? Ja, jetzt kannst du nämlich direkt den Boss angreifen, sonst redet der nämlich 5 Jahre. Siehst du? 17 Jahre. Ja, der ist nämlich angreifbar. Wenn der letzte Mob hier stirbt, dann fängt er seinen Monolog an. Der dauert irgendwie 2 Minuten. Cool. Und so kannst du den Monolog halt sparen. Das ist der Special-Trick. Deswegen läufst du eigentlich hier rein und pullst direkt den Boss plus die Trash-Mobs oder halt bevor der letzte Trash-Mob stirbt. Ich will den Vogel haben. Hittest du halt den Boss hab an. Hab ich ne? auch First Try bekommen. Was? Ich hab beide Mauer ins Boot und Flugmaus. Was macht der denn? Jetzt verschieden. Oh mein Gott, der Heiler ist halt gut. Das hat er schon wieder. Jetzt hat er sich selbst live Cocoon gegeben. Ja, was ist denn das für ein. Der, wo Full Life hat. Ja, der. Weiß ich nicht, was der Typ macht. Die haben mich jetzt gerade schon wieder selber hochgezogen. Da musst du aber. Ich muss so einen eigenen Cast abbrennen, weil ich rauslaufen muss aus dem Scheiß. Aber also der ist. Der ist schon Skiller. Wenn der Boss schreit, Kaltas, dass er sich, wenn er schreit, anhört wie Kung Fu Panda. Schon mal aufgefallen. Aber mit den Q'en wir nimmer, also der geht mir jetzt so auf den Keks. Keine Ahnung, da mach ich lieber Quests, ja. Also ich mit dem jetzt dann noch die Indies durchlauf. Achso, mein Satz zum. Ja, das ist auch noch toll. Ist er jetzt in die Dinger reingeflogen? Bleiben. Ernsthaft? Oh mein Gott. Sich hielt er eingeflogen. Okay. Ja, komm, jetzt muss man aber rausschmeißen, voll ja. Vor. Doch, jetzt krieg ich ihn an. Er ist selber gegangen, oder was? Wow. Ja, der ist selber gegangen, glaube ich. Ich wollte gerade eine Ausschlusswahl starten. Also. Achso, nee, du hast, hast du gemacht? Ah, ich hab ihn, nein, stimmt! Ja, rein, du hast ihn einfach gekriegt. Ja! Nice. Ja, aber ganz, also jetzt hört's aber irgendwann auf. So verdient. Also, oh, irgendwo hört's jetzt auch auf. Sabotiert hier halt voll rein, keine Ahnung, ganz so voll. Ja, immer mit dem schlechten. Ich glaube, da hältst du das Tank halt mehr als der. Ja, der hat mich jetzt überhaupt nicht gehalten. Gibt sich selber dann Cocoon? Ja, oder mir Lebenscocoon. Keine Ahnung. Nerviger Typ. Ah, Mist. Jetzt hört das Jan wie Kung Fu Panda gleich. Der Meister wird euch vernichten! Ihr werdet in eurem eigenen Blut ertrinken! Die Welt 80. Yeah. GZ. Oh, 76. Mit dem möchte ich nicht noch mal irgendwo. Könnt ihr mich aufheben? Oh, so. Ich hab 3 Quests verpasst, ich retard. Tja. Oh Gott. Bisschen leid tut mir der Typ jetzt schon, aber der hat mir jetzt echt abgefuckt hier. Keine Ahnung. So, jetzt komm, lass mal irgendwo reinkommen. Ja gut, halbes Level noch. Sind alle über mir? Oh, nur 2. Sollen wir halt wahrscheinlich ewig in der Queue rumhängen. War ja die ganze Zeit, ist nicht so. Jetzt haben wir den letzten Heiler vergrault. Jetzt kommen wir wahrscheinlich mit dem Typen rein und erstmal so hier. Ja, ne, oder wenn der rausgeschmissen wird, hat er doch eine halbe Stunde Deserteur oder so drauf. Ah, das eigentlich war das schon fies jetzt gerade. Ja, immer aber, mit dem schlechten Vorbild voran. Ja. Das hier war doch Terrasse des Magisters, ja, oder? Ja, der Heiler ist bestimmt kurz Baby. Ja, dann muss ich nochmal vor, da ist noch ein Quest zum Abgeben. Also wieder, ja, es läuft im Endeffekt so, du kannst den Dunkeleisensberg dann spielen, wenn du, ich meine, die 7. Legion auf Allianz ist das, wenn du die FR fütig hast. Mittlerweile haben die den Ruf für die War-Campaign so erhöht, dass du so viel Ruf bekommst, dass du da easy allein mit der War-Campaign auf Max-Stufe kommst. Also das ist gar das Dampfkammer, da war ja schon ewig nicht mehr drin. Wow, jetzt habe ich die Quest nicht abgegeben, nur weil es automatisch angenommen hat. Ah. Direkt vom Questgeber. Ja, war ich auch ein Hero damals. Du bist genauso intelligent wie ich. Also ich konnte nicht ablehnen. Das ist ein ganz schöner Diss. Ich dachte, das schafft man schon, aber. Das ist ein ganz schöner Diss. Ja. Genauso intelligent wie ich. Das war okay. So doof bin ich, wow. Nein. Schauen wir mal, ob wir diesmal einen vernünftigen Heiler haben. Ich habe 1500 Leben weniger, aber jetzt gerade. Was kommt? Exkifiere immer. Oh oh. Ich frag mich, was wir hier. Oh, okay. Was wir hier alles an Mobs machen müssen. Wo haben wir denn hier die Quests? Also hier muss ich ehrlich sagen, weiß ich die Quests nicht beim Leveln, bin ich hier so gut wie noch nie reingekommen. Weil du musst ja auch 70 sein, dass du hier reinkommst. Ich muss auf jeden Fall den großen hier killen, wo ich gerade angegriffen habe. Ah, davon müssen wir 3 killen, ja. Ich werde hier gerade auch ins. Aber da sind ein paar drin hier, ne? Also in der Indie.
Weiß nicht, am besten nehmen wir die, wo eh auf dem Weg sind. Also die, wo Also den Weg, also in Burning Crusade war ich hier öfter drin, da habe ich irgendwas gefarmt, aber seitdem echt hier. Du bist ja eigentlich hier nicht mehr reingekommen, weil wenn du 70 warst, bist du ja mal weitergegangen, ne? Du kommst ja ich jetzt war nur quasi niemals nur. letztes Mal. Da war der drin. Ist das im Echt? Pool von Time Walker? Dachte nicht. Nee, Da war ich nämlich das ist drin. doch Tiefenzug. Und ich war Ja. sicherlich beim Löwin drin. Also ich glaube, im Time Walker Pool ist das auch noch nicht drin. Glaube auch nicht. Ne, Aber ich bloß war Sklave sicher nicht mit Levin Unterkünfte oder drin. das. Hier war ich nämlich sonst noch nicht drin. Dieser Gegenstand lädt noch auf. Ich weiß gar nicht, ob du die ganzen Bosse hier machen musst, um zum Endboss zu kommen. Da bin ich mir jetzt gar Du nicht so musst, sicher. da Musst ist du? eine Tür, die ist verschlossen, wenn du Ja, nicht da hinter ist, den du hast ja Bossen irgendwie bei diese jedem Dinger Boss so einen aktivierst. Hebel oder so. Ja. Ah, okay. Ja, stimmt. So, irgendwo, oh, Kacke. Hand auflegen. Oh oh. Werden immer mehr. Ja, dieses blöde Gefiere auch. Also, mein Hand auflegen ist schon mal raus. HCD ist auch raus und Heilung ist Oh, jetzt ist raus. dann. Jetzt mal gucken. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Das kann ich nicht Da angreifen. geht's. Den mal noch mit. Die Standarte darfst du hier übrigens mal wieder stellen. Ah, stimmt, ich habe die ganze Zeit Hier meine hat's ja Standarte nichts nicht. gebracht, aber hier, glaube ich, bringt's wieder was. Ich habe die Standarte die ganze Zeit nicht. Ja, stimmt, das muss ich mal dran denken. Ja, gut, ja, in der anderen Indie ist Gerade es die halt. letzten zwei konntest du ja vergessen. Jawohl, ja, in der einen. Ja. Ich habe kein Ziel. Doch, die letzte ging sogar. Die war es Ja. nicht allzu lange. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Blöde Frost, nur, warte mal, Wie ich hast du hab doch. gemeint? Dudu Heiler sehe ich gerade. Achso, ich meine, wir haben keine Dudus mehr, da hast du dein Ja, Dudu. deswegen. Aber ein Was müssen wir Gnom-Dudu? denn hier drin alles machen? Wir müssen den Endboss töten und was ist das andere? Mobs töten, okay, und den anderen Boss, okay, zwei Bosse und ein Ding, das. Hä, wie kann der ein Gnom-Dudu sein? Der Er hat eine ein Spinnenzeug Verwandlung. drauf hat. Ja. Ja, da steht dann auch Gnom. Weiß ich nicht. Steht Oh, das da drauf? Scheiße. Oh, Oh shit. Jetzt ist Party Ich weiß offen. nicht. Ich bin wieder gefeart. Also ich mach's mal in Ich der kann die Oyster nicht mal Zone. antanken, die Mobs. Oh. Hand auflegen ist raus. Ein paar Ja, habe ich vergiss erwischt. es. Ich wollte Oh wieder an mein die Gott. Mobs ran und das waren zu viele. Schaut Und mal, ob er sie noch ist ein hier im bisschen Steinbau, wegkommt. Ich mach glaube ich. zweimal Pony. Mal gucken, ob ihr die ein bisschen zurückziehen könnt. Vielleicht ein Mastern oder Mein sowas Pet drauf. müsste sie demnächst haben. Oh oh. Ah. Einen habe ich schon. Also schau mal, wie viele Caster das sind, die da rumstehen. Aha. Warum auf mich? Hilfe. Ist meine Und die Mönche Standarte halt tun auch gerade weg, nicht mal weißt du, die ich hier ansatzweise gestellt überleben. habe? Sabotage. Also das Gefiere ist halt nervig. Die müsstest du halt anscheinend immer ein bisschen nach hinten auch pullen. Die ist Oder. aber die Fangsting aber nur auf Range, also Melee halt. Ja, du müsstest halt am besten. Die casten das ja auch, ne? Also du müsstest halt interrupten auch. Welches Level ich bin? 79. Boah, irgendwas war hier. Irgendwas mit Blitzen und. Boah, die Ini habe ich schon so lange. Aber diese Dings weiß ich noch, dass du immer diese Maschine da hinten gedrückt hast. Ah, schau mal, da haben wir doch was mit Blitzen. Na, da musstest du raus. Richtig, das ist richtig Schaden gemacht. Okay, ja, du musst raus. Ihr habt doch gesagt, irgendwas war hier mit Blitzen. Ja. Du hast irgendwas gesagt, dass er raus muss, und er hat's nicht gewählt. War instant tot. Ich glaube, hier war ich hier echt das letzte Mal in Burning Crusade drin, ne? In dem Laden hier. Ja, Ja, hier ich auch. Blitze. Move, move, move. Das hat damals schon richtig rausgenudelt. Also. Mist, weißt du, was im Battle Dead ist? Oder bist du aufgestanden? Nee. Bin nie Was? gestorben, es war nur eine Illusion. Achso. Hast du einen Soulstone gehabt? Nein, hat er nicht. Oder? Nee, hab Nee, ich der nicht. Dudo hat mich aufgespattelt. Aufgespattelt, na dann, siehst du. Dachte, bevor sich's festtretet, sollte man doch mal. Ja, man weiß nie so genau. Dass er am Schuh klebt. Jo, bald kommen Mob-Innis oder Cutter, ne? Ich bin mir nur im Überlegen, was besser ist. Wobei Mob und Cutter gehen eigentlich beide. Ich hasse diese Indie jetzt schon, obwohl sie eigentlich relativ schnell geht.
So viele Mobs sind nicht. Warte, ich LOS die jetzt mal. Lass mal hier hingehen. Mehr sollten wir dann aber nicht pullen. Komm mal hier rein zu mir in die Weihe. Nicht rauslaufen, wenn du von irgendwas Aggro hast. Das ist immer das Blödste, was man machen kann, vom Tank weglaufen. Ne? Weil man denkt, ich habe Aggro weg da. Das machen immer viele. Ja, weil das halt genau kontraproduktiv ist. Weil der Tank dann dir nachlaufen muss und eher die Aggro nicht kriegt, anstatt dass er sie kriegt. Ich denke mal, die können wir scheiße, zusammen. Ich glaube, mir hätte nur einen mehr von dem Sumpf-Oberanführer töten sollen da unten. Warum sind hier oben nur so viele oder was? Hier oben, ja. Hier oben ist keiner mehr. Hash, das wir früher sagen. 4, 4, 4, okay. Ich glaube, wir kommen ja eh nochmal dahin, oder? Ja. Doch, rechts, wenn wir zum Boss laufen, ist bestimmt noch einer. Ich muss zuerst. Ach, hoffentlich. Das ist ja noch ein guter. Ja, wir können ja gucken, dann gehen wir halt nochmal runter und hauen nochmal einen um. Ja, jetzt kein Stress. Dann stirbt TLA halt nochmal und dann nimmt er schneller mit. Ja, wunderbar. Auf das spekulieren wir mal lieber nicht. Warte, ach, da hinten ging's weiter. Ich wollte gerade sagen, ich guck so geradeaus, dachte mir, hä, Moment. Da ging's weiter. Tür sagt nein. Tür sagt nein, ja, das war's dann. Wenn wir den, glaube ich, töten, dann werden die Neutralen wieder freundlich. Oder? Zumindest in der anderen, ja, schau. Diese Fische. Die tun ja auch in BFA diese Männer da die ganze Zeit verzaubern. Mit die Herzen da die ganze Zeit. Ach so, ja, ja. Ach, hier sind die Aussätzige. Aha. Die braucht mir auch. Nö, mir wird's eigentlich nicht langweilig. Jetzt war ja gerade auch wieder ein Content-Patch, ne? Also von dem her. Aber sonst würde ich ja nicht spielen, wenn es mir langweilig wird, ne? Also eigentlich ist die Frage, Was hat man für Alternativen, wenn man es nicht spielt? Achso, nö, aber ich habe ja immer mal wieder Motivation, das zu machen, jenes zu machen. Ich habe eigentlich immer genug zu tun, ne? Ich habe gerade die 6 Aufsätze in Insta bekommen. Ich kann ja, während ihr dann zum Endboss vorlatscht, kurz runter sprinte und einhole. War ich kurz mit dem Rollstuhl. Mit dem Rollstuhl. Ja, einen brauchen wir noch, stimmt. Runter sprinten und die einholen. Okay. Ach so. Was macht eigentlich in der Schaubewelt die Lepra-Gnome? Den Boss brauchst du eh nicht von dem, den du kannst ja jetzt schon mal vorlaufen und dann schon mal einen holen. Mach das mal. Stimmt, dann kommt eigentlich ja von dem Kacklauf von dem Zahnrad. Gnomen. Was brauchst du von dem Might? Ja, Zahnrad. Oh ja, hast recht, okay. Du bist bloß, dass ich die Quest wieder nicht. Nee, das war jetzt echt nicht meine Intention. Jetzt ja, gerade ja. Nicht gesehen. Denn du brauchst echt ein Item von denen. Vom Tank. Okay. Warte, hier dieses Ding anklicken. Macht das mal einer von euch. Ich lauf schon mal weiter. Dann hol ich halt das Viech. Wow, ihr hört einen entfernten Widerhall. Ihr hört deutlich, wie Metall auf Stein trifft. Okay. Metall auf Stein, so, so. Wow, Stein diese Informationen im Chat. Übersetzung, Tür ist offen. Das ist so viel. Aber wir können den ja auch beim Rauslaufen noch holen, den einen dicken, oder? Müssen wir da jetzt eigentlich nicht hin? Oder du läufst runter und holst ihn, wir machen da mal hier den Trash. Ja. So können wir es machen. Wieso geht's denn noch mal unter Wasser? Ganz kurz mit dem Rollstuhl. Dieser Gegenstand lädt noch auf. Warte mal, da hinten, es fehlt auch noch einer. Ist das der Heiler? Nee. Nee, ich glaube nicht. Bist du? Und wo ist der Heiler? Und wir schauen, ne? Du wirst hier bloß Trash. Ja, da gab's drücken. Noch einen Weg und ich wollte schauen, was da ist, aber da ist nur Wasser. Es gibt nur einen Weg und der ist hier mir hinterher zu laufen. Wow. Das, was ich noch für ein Spiel, außer WoW spielen, im Moment nicht viel, muss ich sagen. Ein bisschen Handy-Games, aber sonst. Ich denke mir auch die ganze Zeit, eigentlich könnte ich so Playstation viel spielen, Red Dead, Black Ops, alles mögliche. Ah, aber fuck, wir sind ja voll viert hier. WoW so viel Zeit. Ja, es ist schon so. Okay, wir haben da noch ein bisschen was geerdet, jetzt wird's lustig. Ah. Oh mein Gott. Nicht älter. Was machst denn du da unten? Du sollst doch bloß den einen hochziehen. Ach, mach ich ja. Er viert wieder, vier. Oh mein Gott. Die Arbeit. Also irgendwie. Sind die so schnell? Machst du da eine Weltreise oder?
Ja, ich ist halt hab schon gesagt, ich bin im Rollstuhl unterwegs. Ich glaube, wir hätten wen schicken sollen, der ein bisschen schneller ist, ne? Den nächsten Mal ist der auch im Rollstuhl fährt. Aha. Ich hab ja schon meine Laufhufe an. Laufhufe. Aha, easy. Irgendwie kommt der hier rein, der Typ? Der ist ja irgendwie, er ist groß und grün und böse. Endrage, jetzt fokussiert er uns alles glatt schon sein, die Instant weg. Aber ich hab einmal Counter-Strike gespielt, das ist schon ewig her, mit einem Kollegen und ich war ziemlich schlecht. Nee, Ego-Shooter sind nicht so meins. Telar liegt ja eigentlich gut jetzt nochmal oder schaut jetzt direkt den neuen Raid dann an? Ich glaube, wir. Ja, doch, ich glaube, wir basteln da jetzt ab nächster Woche dann wieder durch halt, ne? Ich würde lieber Pause machen, aber naja, wenn da sicher nochmal reinkommt. Nächste Woche kommt der schon neu. Nee, der kommt erst im Dings. Der neue Raid kommt erst Mitte Januar. Es ist nur jetzt über einen Monat, 23. Januar, glaube ich. Ich dachte, 23. Januar. Ja. Januar. Ob es möglich ist, also das Problem ist, theoretisch ja, aber es wird nichts bringen, weil du niemand mehr durch Instanzen ziehen kannst. Sonst liebend gern, aber also du kannst schon noch durch Instanzen ziehen, aber dann kriegen die Leute gar keine RP. Also es ist effizienter, so Instanzen zu queuen. Leider. Also du kannst mit einem hochleveligen Char eigentlich im Low-Level nicht mehr irgendwo helfen. Das Einzige, was man machen könnte, ist irgendwie questen und der andere haut ihm alle Mobs instant weg, ne? Also das wäre vielleicht nur so das Einzige, was irgendwo gehen würde. Der hat jetzt gar nicht die Tanks? Der hat doch eigentlich hier immer die Tanks aufgehittet und die Tanks... Einen hat er gemacht. Den konnte man umboxen. Dann habe ich, hab ich nicht aufgepasst. Und an das kann ich mich nur erinnern, dass der hier quasi... hatte ich im Burning Crusade im TS schon... immer Diskussionen, da habe ich immer angesagt, hier im TS, hier geht auf den Tank und der eine auf den eine oder was, ja, der soll einen Tank angreifen. Was soll ich mit dem Ass? Ich habe einen Furien-Ass bekommen. Am besten ja, listen wir jetzt erst, bevor ihr die Quest abgibt, nicht, dass ihr noch ein Level abkriegt. Wenn ich erst mit dem Ding Poker. Nee, ich bin auf Stufe 80. Achso, aber 300 oder was hier. Nee, ich gebe die Quest gar nicht erst ab. Bin 80, wieder drei Viertel etwa. Also eine Instanz können wir so noch queuen, danach sind wir wahrscheinlich über ich muss über meine Quest abgeben. Mach das mal. 70. Hier verende ich nicht wie im Rase der Magister. Rase der Magister. Na gut, hier haben wir jetzt, was haben wir jetzt? 78, 77. Ja, wir sind beide jetzt halt 80. Nach der nächsten werde ich wahrscheinlich, also dann kann ich halt nicht mehr queuen und der Monk auch nicht mehr. Das ist mal zu hoch. Wieder zu niedrig. Ja, jetzt zu niedrig, ja. Da muss ich mir neue Level-Buddies suchen, weißt du? Ja. Und du wartest auf uns. Ich brauche ein Ziel. Wir können natürlich dann auch erst morgen weitermachen. Dann könnt ihr morgen Nachmittag halt aufholen. Das könnten wir auch machen. Mhm. Also, ich wollte morgen Abend halt weitermachen mit dem, ne? Das kann ich nicht angreifen. Boah. Am besten geht die EP, die du brauchst, schon wieder extrem langsam wieder hoch. Ja, jetzt sind schon 300.000, ja. Oh nein! Oh. Alcatraz auch noch. Jetzt haben wir den Burning Crusade Zonk gezogen. Das ist halt wirklich der Zonk. Warte, hier gibt's gar keine Quest? Doch, eine automatische. Das ist halt der Zonk. Wenn du hier reinkommst, Timewalker, da kannst du eigentlich schon leaven, weil du weißt, es wird lustig. Lauft einfach mit. Also, weiß nicht, ob das jetzt hier geht, dass wir aber eigentlich kannst du hier den Spawn, hast jetzt deiner E hier reingehauen. Wir müssen einmal um die Ecke laufen. Ich hoffe, der Heiler ist. Der E hat gar nichts gebraucht, oder? Ja, der ist auf den kleinen Mob hier um die Ecke und jetzt alles, was wir haben, drauf. Hand auflegen ist raus. Ihr müsst wirklich um die Ecke, der Heiler. Steht dann. Ach nee, das ist der Hexer hier. Weil die Mobs spawnen halt immer, die Mobs spawnen immer weiter. Du musst da einfach einmal durchlaufen. Standarte. Ach shit, die hätte ich stellen können, ja. Jetzt habe ich nichts mehr. Okay. Aber der Heiler ist auf jeden Fall besser als der Monk, den wir vorhin hatten. Ja, okay. Ich belebe mich nicht wieder, weil sonst muss ich wieder durch den Shit durch. Diese Kackmaden, die CC'en, die jetzt konnte ich mich eben auch nicht voll heilen. Oder so, ja. Bleibst halt hier durchgehend im Combat, wenn du... Oh, mein Gürtel ist kaputt, sehe ich gerade. Habe ich noch einen anderen? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Komm, gib mir einen Gürtel, ne. Ich habe doch hoffentlich jetzt irgendeinen zum Austauschen dabei noch. Ledergürtel habe ich, ja, ziehen wir mal den an. Da
Das geht jetzt nicht. Ach, sind wir immer noch in Combat? Die doch nicht. Das sind noch die kleinen Weißen. Ja, die brauchen wir nicht. Geht zurück. Ja, aber die sind... Ja, ja, weil da irgendjemand drauf gehittet hat. Die spawnen hier die ganze Zeit weiter, muss einfach weggehen. Deswegen habe ich hier weiter gepullt. Was ist jetzt los? Ah, gut. Nachricht, egal. Jetzt kann ich natürlich auch mein Gear nicht switchen, ne? In Combat-Sinn. Ich brauche ein Ziel. Passt jetzt. Na, ja, die Indie ist halt echt abfuckt. Ja, ich hab's gerade schon geswitcht. Ich hab's schon geswitcht. Hero hauen die ganz schön rein. Ja, das ist hier. Alcantras ist allgemein eine ziemliche Gammel-Innie. Du kannst halt wenig zusammenziehen, du hast halt einen Haufen verdammt starker Mobs. Und ja, es ist halt einfach slow. Gut, aber die ist halt immer noch besser als Dings hier. Stratholm ist, glaube ich, der größte Wix, den es gibt. Mhm. Und zwar mit Abstand. Die, ja doch, das war die Stratholm. Ja, also da gibt es bei Stratholm nicht auch verschiedene Versionen. Ja, nee, das wir waren Ausmerzen vor Stratholm. Das ist die Time Walker Version. Und dann klippt die Classic Version, die ganz normale, ja, wo schon alles kaputt ist. Ich glaube, die war relativ angenehm dagegen. Ja, die ging. Willst du zu dem seiner Stimme auch was sagen? Der hat doch auch eine männliche Stimme, oder? Die reizt die dich nicht? Oh, scheiße, habe ich mir Bob gegeben, das wollte ich nicht. Reizt die dich nicht? Schatten Nova, jetzt fliegen wir ins Nirvana. Theoretisch kannst du den an die Wand ziehen und dann fliegst du nicht so weit. Ja, was hast du da gerade für einen Saurier beschworen? Was? Ja, hier, unser Hexenmeister. Das ist schon etwas. Ja. Oh, ich bin auch verwandelt. Bin geschiebt. So in der Scheiße. Bin gefrockt. Macht mal was für euer Geld. Ja, super, meine Weih ist unter dem Teppich verschwunden. Damage als ihr. Was ist das? Oh. Weil du in der Void Zone drin gestanden warst. Schau dir das an. Oh mein Gott. Movement König vor dem Herrn. Kann man leicht übersehen. Ja, ich sehe es auch gerade. Die kann man eigentlich richtig gut übersehen, ja. Die ist komplett dunkelschwarz. Du hast gemerkt, dass du Schaden kriegst, ne? Aber dann den Schluss daraus zu ziehen, vielleicht stehe ich irgendwo drin. Das Transferdenken war nicht. Kriegst du da nicht irgendwas, wenn du da drin stehst? Warte mal, ich laufe da jetzt mal absichtlich rein. Nee, du kriegst nix, aber. Doch, du kriegst. Oh Gott, hab ich gerade gekriegt. Du kriegst. Ja, Schaden kriegst du, aber Debuff hast du keinen. Weil du ja direkt in der Rollzone stehst. Hütet euch. Vor allem ist ja kein Flash, irgendwie bloß so ein Mimi. Kreis auf dem Boden. Jetzt sieht man eigentlich gut. So ein Teil vom Oreo-Keks. Die hat früher Spaß gemacht, mich ins Stream zu nerven, okay. Gut, ja. Ja. Richtig. Nö, anscheinend hast du mich nicht sonderlich genervt, wenn ich mich nicht dran entsinnen kann, aber ich bin eh mit Namen merken, ne, immer. Deswegen, ja. Attila nervt doch alles. Inkompetente Groupmates nerven mich, ja. Wow. Die Inkompetenz zuschlägt. So gewisse Heiler, die kurz vorm Endboss angeklickt werden. Ja gut, das war eine fiese Nummer, aber ja, ein bisschen hat es schon verdient, muss ich sagen. Lektion. Ja, na. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir schnell durch sind. Wir sind jetzt gerade bei der Stunde drauf. Werden die Videos überhaupt aktiv geschaut oder? So mittel, also so die Dings, die Level-Dinger, so mittel würde ich sagen. Okay. Guides natürlich mehr. Die werden bestimmt mehr geschaut, wenn du reinschreibst, Let's Play mit Noobzock. Ja, wahrscheinlich, ja. Vier gute Spieler und ein Junas. Lol. Wie meinst du, wie in wo? Du musst halt einfach in BFA die siebte Legion hochbasteln. Mehr ist es eigentlich nicht. Also, ist eigentlich relativ schon simpel. Arbeit. Aber ist es dann auch so bei Horde-Seite, wenn du dann Giant BFA durch die Kriegskampagne durchziehst, dass du dann auch da ziemlich weit oben bist dann? Ja, das ist bei der Ding ist es genauso, bei der Honor Bond hier. Fraktion.
Ich müsste drüben auf jeden Fall meinen Chao hochziehen, aber um diese zieh den da raus Dingens aus dem Org da frei zu machen. Ach, die Carsten, weißt du immer genau, wenn ich dann in den Chat. Oha, die waren groß. Ja, die waren ganz schön groß. Scheiße. Nee, ich bin kein Ausländer, ich bin Deutscher. Wollte ich da einer? Er versucht es zumindest. Ich habe genau dann wieder geguckt, als hier die Volt kam, weißt du? Wenn du im Streamchat schaust. Nur weil sein Zeug schwarz ist. Ja, nur. Mit weißem Bart. Mit weißem Bart. Das ist halt schon alter Ausländer. So ein richtiger Zwerg ist Tiller. Hier, die nächsten Mobs, die sind auch richtig assig hier. Die hauen richtig raus. Gibt's ja irgendwie normale Mobs oder irgendwie bloß so fette? Nö, das sind alles so, die haben alle so Special-Fähigkeiten. Also hier, Akantras war damals schon die Krönung der Schöpfung. Ich find's schon witzig, dass der scheiß Hexenmeister das Pet irgendwie durchgehend tot ist. Obwohl du kannst. Du kannst dir halt hier auch so einen übernehmen als Hexer, ne? Die hauen richtig gut raus. Okay. Versuch mal den roten da zu übernehmen. Der ja aus wie auch immer ein Kill Jaden. Ja, das sind halt den Eri da. Ich würde halt frippen, okay, ich muss halt, okay. Nö, nee, die kannst du, glaube ich, auch nicht rauskicken. Geht nicht. Nee, jetzt bin ich tot, ja. Oha. Die hauen halt richtig raus, ich dachte, du übernimmst einen. Ja, ging nicht. Ging nicht, okay. Ich bin außer Reichweite. Die Tür, also das sind halt die krassesten. Kann ich noch nicht benutzen. Genau wie mir. Schaust du Animes? Nee, im Moment nicht. Als Kind habe ich einige geguckt, aber jetzt schon länger nicht mehr. Die ganz besonderen. Achso, die Hentais meinst du? Nee, auch nicht so unbedingt. Naja, ab und zu, weißt du. Komplette Sammlung, Schrank auf, alles voll. Von oben bis unten. Sind meine Schuhe auch noch rot? Ich hätte vielleicht mal rappen sollen zwischendurch. Muss ich gleich mal gucken, ob ich auch noch Ersatzschuhe hab. Wird's dann eng. Der Scheiß so schwarz, der muss strappen. Das ist noch nicht. Also komm jetzt hier, ne? Ich hab sogar bessere Schuhe, sehe ich grad. Wow, wie der einfach kein Damage kriegt, du sollst die normal rausziehen. Ich habe kein Ziel. Hä? Die stehen nirgends drin, ich bin da außerdem am Schuhe gucken. Weiß nicht, die haben gerade irgendwie kein Damage. So, hier Schuhe hab ich. Hier sind immer ein paar unsichtbare dabei. Ja, wir laufen jetzt nicht ganz rein, bleibt hier stehen. Ah, I get it. Warum ich? Aber warum müsst ihr denn da vorlaufen? Ich hab den Bob da getankt, also. Beim die desorientieren dich dann auch noch. Was ist denn mit euch? Was pinkt denn hier die ganze Zeit mein Handy? Ich glaube, die lassen sich alle nicht übernehmen. Ja, gut, wäre wahrscheinlich auch ein bisschen zu krass. Wenn du mit denen da durchnudeln könntest, ne? Die werden ja im Normalfall dann angepasst oder so. Also früher war das, also so ein Burning Crusade war das nicht so. Da konntest du den krassen Elite übernehmen und der hat dann alles zerrockt. Ach so, hier. Versklavt den anvisierten Dämon bis zur Stufe 78 und zwingt ihn 5 Minuten für euch zu arbeiten. Lol. Über 78 geht's nicht mehr. Ach echt, okay. Tja, mal, ey, für was habe ich die Attacke dann noch? Ich kann sie ja ausfüllen, sie sind bloß alle immun irgendwie. Der wäre sogar 76, der müsste eigentlich gehen. Na, versuchen wir einfach mal. Geht nicht. Das ist natürlich blöd. Außer dass meiner die ganze Zeit da weg ist, die Teufelswache. Sollen wir beide Bosse gleichzeitig probieren? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Schaffen wir. Easy. Unsichtbarer? Ah, okay, dann machen wir doch nicht beide Bosse gleichzeitig. Ah. Oh, das ist... Konnte das passieren, also? Eine komische Höllenbestie. Hast du halt hier noch die Wirbeltusse auch mit drin? Muss gleich gucken wegen dem Charge, ne? Der Feuerspur. Den ersten Kick auf sie. Das muss man kicken. Okay. Muss die Heilung kicken und quasi den Dingshit. Thank you.
Ja. Ja, da wird die Heilung nicht gekickt. Das haut ganz schön raus. Der Wirbel. Verteidigt euch, wenn ihr wollt, aber es wird nichts. Der eine ist ja schon mal down. Ich wusste, das war der einzige Ausweg. Du da geht das schon fast 80k Gehalt. Ja, hier musst du, die hauen halt gut was raus, ne? Vor allem wenn du beide Bosse hast. Hauen halt beide auch eh Schaden raus. Geht doch nicht weg. Der Gas ist drin. Droppt ihn! Oh mein Gott. Eieiei. War überhaupt nicht knapp. Na gut, wir müssen halt jetzt noch ganz oben, da kannst du halt einiges skippen. Das ist die höchste Donation, die ich hier bekommen habe. Ich glaube 200 Euro waren das. Mann, der Endboss ist halt hier auch nochmal nervig, ne? Mit seinem, okay. Mit seinem ganzen Shit. Die Inferno-Typen sind auch lustig, wenn sie Leute nicht kennen. Oder Zauberstabschotten, da ist das. Der geht so. Der Dude läuft falsch. Wie, der läuft falsch? Ist er falsch abgebogen? Nee, der ist gar nicht abgebogen, das Problem. Das ist gelaufen. Aber ja, müssen wir jetzt ohne Heiler weiterspielen hier. Ich brauche ein Ziel. Mehr Spiel. Mit Sprint und alles drin. Ja, aber der muss es doch checken, wenn keine anderen Spieler mehr da sind. Er checkt ja nicht mal, dass er gerade komplett zurückläuft. Ah, jetzt können wir halt, weißt du, warum haben wir denn nicht einmal... Ich stell ein Portal, dann porten wir ihn einfach hoch, dann merkt er spätestens. Gute Idee. Du, definitiv, die Heile, ja. Die Heiler hier in dem Levelbereich sind auf jeden Fall intelligent. Ich habe ja heute allein schon 12 Level gemacht, ne? Warte, sollen wir porten? Reporten vielleicht, aber nicht mehr. Wegen Vermiesen des Spielspaßes. Also wir müssen jetzt hier mal langsam, ne, die killen, Handel. Weil wir haben keinen Heiler und sonst nippel ich ab. Boah, gerade noch meine Heilung ready geworden. Kommt aber gleich die Putt, die da außen rumläuft. Was macht der denn? Jetzt kommt mal schnell mit hier. Die wollen wir nämlich nicht machen. Warte, bleib stehen. Ja, der Heiler findet... Bleib stehen, nicht da reinlaufen. Jetzt porten wir den. Die einen Mobs kommen bis hierhin. Was macht der Typ denn? Ich habe den kleinen Eingang nicht gefunden. Ja, aber dann frage ich doch irgendwann mal, hey, wo seid ihr hin und her? Als dass ich dann irgendwie 5 Jahre irgendwo. Ist denn der überhaupt? Der ist ganz anders hingelaufen. Der ist komplett wieder am Anfang. Ja, der läuft gerade die Treppe runter. Oh mein Gott, der ist echt ein Vollidiot, ne? Kann man denn nur so ein Depp sein? Aber wenigstens bedankt er sich, ne? Kommt mal hier zusammen, lauft mal zusammen in den Mob rein. Oh nein, der Heiler, der addet da hinten gleich den Thread. Oh, verdammte Kacke. Wir hätten ihn nicht porten sollen, ne? Warum? Heiler, heil mich, please. Der heilt mich einfach nicht. Dann? Muss man kurz überlegen. Heil mich selber. Meine Herren. Jetzt alle ganz, ganz rechts halten. Ganz rechts. Wow. Weil die einen kannst du auslassen, die linke Gruppe. X und 2 jetzt. Warum die Facecam nicht an ist? Ja, so halt, ich habe jetzt keine Lust, das großartig einzurichten, weißt du? Das ist immer ein bisschen Drama. Vielleicht mache ich es morgen an, mal gucken. Mal gucken. Motivation steigt beim Leveln.
Definitiv. Wenn so ein scheiß Indies kommt. Irgendwie sind die sind auch bloß so fette Gegner. Er kommt mal ran hier. Ganz wieder in Melee-Range. Alle ranlaufen. Ich muss näher heran. Alle bis auf den Heiler. Wenn das dann auf den. Ja, doch, der steht auch hier drin. Wenn es dann auf den kommt, dann wird halt gewonshottet, ne? Hier Multiwar kommt. Bin gestunt, ja. Weiß nicht, ob es selber schützt. Ja, ich hab Dings. Konnte auch nichts machen, weil die gestunt war. Sein Dreck. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ist gerade gestorben, oder? Ja, ich hab dann so drin. Du aber Dinge. Ja, ich war halt, bin halt schnell, weißt du? Also meine Handgelenke sind auch noch kaputt. Unbedingt mal rappen hier. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Ist ja schon der Endboss. Ja, bist ja trotzdem halt ewig. Jetzt sind wir schon gut über der Stunde drüber, ne? Mal gucken. Gibt's mehr zum Skripten nachher? Ihr seid Eindringlinge. Keltas hat euch nicht geschickt. Nee, sagt mir nix. WWE Supercard habe ich noch nie gehört. Die musst du halt auch immer ewig basteln. Ich werde das mal hingeben. Ich denke, es ist an der Zeit. Achso, ich muss aufsehen. Hier hast du den Dingsterbumster, den kleinen, den Gnom, den Milhouse, Manastrom. Ah, mein Spielzeug ist leider nicht ready. Nee, die Weihnachtsgeschenke, die gibt's noch nicht. Es geht nur das Event los, ne? Aber die Weihnachtsgeschenke. Und ab 10 geht das Event los, da kannst du Dailies und so ein Zeug machen, ne? Aber die Dings kriegst du noch nicht. Ja, Winterhoffest ist doch, weißt. Ab dem 16. Die Geschenke kannst du meines Wissens erst ab dem 25. aufmachen, weil du ja immer diese. Weil die Amis kriegen ja die Geschenke erst am nächsten Tag, ne? Am Morgen, deswegen ist es am 25. Nicht wie bei uns am 24. So, dass da die Kinder wenigstens in der Nacht noch schlafen. Ja, genau. Also bei uns ist es ja Heiligabend. Bei uns gibt es ja eigentlich die Geschenke abends, ne? Im europäischen Raum und im amerikanischen, sage ich, amerikanischen ist es ja dann am nächsten Morgen. Die machen es richtig. Ja. Da lohnt sich halt mal frühes Aufstehen, weißt du, als Kind. Ja, und bei uns halt spät ins Bett gehen und lange die Eltern nerven. Bis es endlich Geschenke gibt. Das ist ein fetter Tauber. Jetzt ist er fett. Null. Schmeckt meine Axt. Verteidigt euch, Schwachkopf! Dieser Gegenstand lädt noch auf. Ich muss erst ein paar Sachen vorbereiten. Ihr könnt schon mal. Nee, es gab noch nie am 16. geht das Event los. Was muss man denn machen, oder? Also, nicht böse gemeint, aber wenn du irgendwas im Allgemeinchat liest, ne? Das nicht für voll nehmen. Das ist genauso wie Quelle Internet, ja? Das, keine Ahnung. Bald gibt es keine Allianz mehr. Genau. Stand im Patch Notes. Also, weil irgendjemand behauptet im Handelschannel, irgendwas ist so, würde ich nicht unbedingt meine Hand für ins Feuer legen, ne? Vor allem am besten verkauft ihr dann noch irgend so ein Geschenk, so ein graues. Es gibt sogar so ein Geschenkband, ne? Was du bei einem Händler kaufen kannst, kannst du jedes Item mit einpacken und irgendjemand anders geben. Wirklich? Mhm. Ist ja cool. Weißt du nicht, was drin ist, kannst du dann aufmachen. Könnte man zu Weihnachten machen. Der Herold hat eine maskuline Stimme. Du bist auch so einer, hä? Jetzt habe ich gerade den Sound ein bisschen runter gemacht. Ne, Dialog ist mal auf 100%. Wir sind die immer voll leise. Du stehst auf maskuline Stimmen, hä? Das ist schon. Von irgendwelchen achtbeinigen Herolden. Ich weiß bloß nicht, was davon der Fluss ist. Der schreit von der ekelhaft aus, das Viech. Vor allem der hat Ärmel, aber keine Arme. Was ist los mit dem? Das Viech aus Ankerei. Ja. Lul. Schaut sich der Ex-Meister, der die hässlichen Viecher herbeiruft. Ach komm, jetzt hast du mir einen Stun reingedrückt, übernommen und gestunt. Und nochmal betäubt. Na wunderbar. Ich bin halt, wenn ich übernommen bin, besser als wenn ich so spiele. Ja, sollte dir zu denken geben, hä?
Ih, mit was haut der zu? Ich werde euch heimleuten. Das ist kein Fuß. Nein, das ist nicht sein. Der Kampf dauert auch mal ewig, ne, weil dann die Hälfte immer auf den falschen Mob nur haut. Ich hau immer noch auf den gleichen. Von Anfang. Blittert Bär. Wahrscheinlich. Da geht er down. So, ich bin jetzt 81 geworden. Mal gucken, ob es noch geht. Ja, ich auch 81. Nee, das geht nicht mehr. Jetzt kannst du nur Mist of Pandarian Cutter queuen. So, Folge sind wir jetzt schon lang genug drüber. Soll jetzt auch ein Ende finden. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.